Also wir sind die Gruppe Daten gegen Rechts. Wir bestehen aus 5 TeilnehmerInnen, die man im nächsten Slide mehr oder weniger erkennen kann, und stellen euch jetzt unser Projekt vor. Ziel unseres Projektes war, Daten über rechtsextreme Angriffe und Übergriffe aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und übersichtlich in einer Karte darzustellen. Das Ganze hat auch zum Ziel, diese in ein einheitliches Datenformat zu bringen und möglichst umfangreich zu werden. Weil es gibt verschiedene Opferberatungsstellen, die Daten erfassen über Vorfälle, die teilweise aber nur regional sind, teilweise in sehr verschiedenen Formaten, teilweise nicht einfach maschinenlesbar und dadurch sehr schwer auszuwerten. Und all dadurch, wenn wir diese Daten irgendwie möglichst gut verarbeiten können und möglichst gut präsentieren können, kann das auf jeden ist unser Wunsch, dass wir damit ein stärkeres Bewusstsein für die zunehmende rechte Gewalt in Deutschland, aber auch, wie sie schon sehr lange war, schaffen können. Genau, dafür haben wir eine Visualisierung gebaut. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, das Ganze einmal auf einer Deutschlandkarte darzustellen, das Ganze dann nochmal als Liste auszugeben und letztendlich dann auch nochmal als ein Diagramm im zeitlichen Verlauf, wo man sehen kann, wie viele Fälle es quasi pro Monat gibt und gab. Genau, um das möglich zu machen, diese verschiedenen Darstellungsweisen, haben wir uns verschiedener Technologien bedient. Die sind alle frei verfügbar, so wie das bei JungTech gewünscht ist. Alles Open Source Software. Wir haben Vue.js zum einen verwendet für die allgemeine Entwicklung der Webseite. Wir haben Chart.js für die Diagramme verwendet und Leaflet, um die Karte einzubetten. Ihr dürft jetzt meinen Bildschirm sehen. Dort machen wir jetzt eine kleine Live-Demo, zeigen mal kurz, wie unsere Seite jetzt aussieht, wie sie funktioniert. Am Anfang die Karte mit verschiedenen Pins. Man kann auch näher rangehen an die Karte, sich da einzelne Events genauer anschauen. Das sind alles irgendwo rechte Straftaten, die da dokumentiert werden. Da sieht man dann eine Überschrift, wann es geschah, wo es geschah, der Inhalt und auch die Quelle, also wo darüber berichtet wird. Denn all die Daten sollten natürlich gut recherchiert und bestätigt sein. Man kann dann den Tab wechseln, man kann sich auch ein Diagramm anschauen, wo man dann im zeitlichen Verlauf von 2011 bis 2000, ja, bis September diesen Jahres die Anzahl der Taten, die pro Monat dokumentiert werden, anschauen kann. Man sieht, 2015, 2016 hatten wir einen weiteren Datensatz noch zur Verfügung, deshalb ist es dort verzerrt. Das ist auch ein Problem, wenn man verschiedene Datenquellen versucht anzuzapfen, dass dann alle möglichst gleich vertreten sind. Und man ein richtiges Bild darstellt und nicht ein verzerrtes Bild, was einfach dadurch begründet ist, dass man beschränkte Datenquellen verwendet hat. Man sieht all die Daten, die auf der Karte dargestellt wurden, auch als Liste in der nächsten Seite, die gleich lädt, und zwar hier. Da kann man sich das alles noch durchlesen, wenn man das möchte. Und am Ende noch eine kurze Infoseite, wo man nochmal das schöne Bild von uns sieht und auch unsere Technologien und auch unsere Datenquellen, die wir angezapft haben. Genau. Genau. Für das Backend haben wir Django in Python genutzt. Da haben wir zunächst Daten aus verschiedenen APIs angefragt, zu denen Hendrik noch mehr sagen wird. Dann haben wir die in einer Datenbank gespeichert und in einheitlicher API-Form wieder ausgegeben. Genau, dann zu unseren Datenquellen. Da haben wir verschiedene APIs genutzt, die schon zu bestehenden Sammlungen von eben solchen Vorfällen gehörten. Also einmal Ezra, das ist die Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Und die haben dementsprechend auch nur Datensätze aus Thüringen. Und dann haben wir noch ein GitHub-Projekt gefunden, das bundesweite Datensätze liefert. Das ist dieses mit dem zeitlichen Bereich 2015-2016, wo auch eben beim Diagramm der ja, hohe Anstieg zu sehen war, einfach weil da ja, ebenso viele Daten schon drin waren. Dann ein Problem, das wir hatten, war, dass das Urheberrecht bei den Datenquellen etwas unklar war, weil das eben nicht, ja, stand nicht wirklich dabei und das ist auf jeden Fall noch ein To-Do, das zu klären. Und allgemein waren auch wenig Daten zu finden, die eben detailliert genug waren, um
überhaupt gut mit denen arbeiten zu können. Ja, das war das soweit von unserem Projekt. Was bei unserem Projekt gut auffällt, ist, dass Open Data, so nennt man das, die offenen, frei verfügbaren Daten, wirklich wichtig sind, um die Bevölkerung zu informieren. Und wir haben halt versucht, Daten zusammenzutragen, aber auch gemerkt, dass es da nur begrenzte Datenquellen gibt und dass es rechtlich auch oft unsicher ist, gerade wenn keine Lizenzen bei den Daten dabei stehen. Unser Projekt findet ihr auf GitLab. Da haben wir einen QR-Code auf der Folie. Dort wird dann eventuell auch eine Webseite eingetragen, falls ihr euch das selber mal anschauen wollt. Ja, dann danke fürs Zuhören. Vielen Dank und einen großen Applaus für Hanna, Moritz, Jamo, Henrik, Moritz und Moritz für das Projekt Daten gegen Rechts.